mit. Ich hoffe, wir nehmen die Festung da noch ein. Weil wäre ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt aufnehme und dann egal. Aber der Ablauf wäre dann ja schon mal gegeben. Ich mache jetzt hier mal auch diesen coolen. Ich habe jetzt zwar schon mal. Moment. Taste finden. Idian drauf gemacht. Der hat mir coole Magieausgleich 60 gegeben. Ich probiere jetzt hier mal den, den wir bekommen haben für die Quest oder Kampagne oder was auch immer. Hauen wir den einfach mal drauf und gucken mal, was da Schönes bei rumkommt. So, Crit auf jeden Fall. Magische Crit 19. Naja gut, besser als Magieausgleich. Bringt zumindest fast 108 Crit. Hört sich ja schon mal nicht schlecht an. So, also hat er nicht ganz so viel gebracht, aber es macht nichts. Das brauchen wir noch nicht aufladen. Mal gucken, sind wir jetzt noch laut Uhr hier knappe 50 Sekunden, bis losgeht. Ihr seht, hier sind schon noch ein paar, aber es sind nicht mehr ganz so viele, die da mitlaufen. Also mal gucken. Ich weiß auch nicht, was für eine Belohnung ich hier kriege. Also keine Ahnung, wa? Werden wir uns mal überraschen lassen, was so gibt und was nicht gibt. Gebufft wurde ich jetzt. Danke Alruhn an dieser Stelle für den Buff. Nett, nett. Wie gesagt, wir gucken mal, was bei rumkommt. Für mich wird es wahrscheinlich nicht so dolle sein, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Damage ich hier mache und wie viel nicht und keine Ahnung und sowieso und überhaupt. Weiß nicht, warum die da jetzt schon alle reinspringen. Ach, nur noch ein paar Sekunden, aber ich warte mal noch ein bisschen, bis ich mich auch in den Windstrom wage. Nicht, dass ich dann da ankomme und wieder rausgeportet werde, aber jetzt springen wir auch mal in den Windstrom rein und dann müsste es ja auch gleich mal losgehen hier. Alle Quellen einnehmbar, jawohl. So, sieht er jetzt auch, dann ist es, hat sich das Symbol hier geändert. Ich denke mal, ich werde jetzt hier nur die eine mitmachen, die andere, das Vorgehen wird ja das gleiche sein. Wie gesagt, erstmal in den Windstrom rein, das ist eigentlich bei jeder Festung gleich. Weiß nicht, ob jetzt, wie gesagt, weiß auch gar, oh, die Kamera wieder so scheiße gedreht, ich weiß auch gar nicht, ob jetzt Asmus kommen oder nicht. Dann geht man am besten hier, also das Beispiel ist jetzt hier die Quelle der Schwerkraft. Dann machen wir mal hier die ganzen Dingsies rein. Moment, kann ich ja auch mal gleich so ein cooles, habe ich sogar bei. Da unten so ein cooles Sushi nehmen, so. Dann hauen wir hier mal mit auf die Mobs drauf, damit wir ein bisschen GK bekommen. Wie gesagt, Ablauf ist eigentlich ist an jeder Festung so ziemlich derselbe. Von daher kriegen wir noch ein paar EP mit hier. Werden nicht so viele sein, aber was soll's. Also geht man hier erstmal rein, klärt die Mobs soweit. Also zumindest die, die man machen muss. Manche machen auch noch mehr, aber gerade die draußen sind egal. Die muss man nicht machen. Hier drinnen geht es eigentlich dann nur darum, dass man den Vasallen tötet. Und wie gesagt, schauen wir mal, wie gut das klappt. Ich treffe bis jetzt alles ganz gut, von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass ich hier irgendwas auch eine Belohnung kriege, obwohl hier sind auch gar nicht so viele Leute unterwegs. Hier habe ich gerade eben schon so einen Delfin durchs Bild hüpfen sehen, also müsste hier auch irgendwo. Da war auch gerade ein 65er Barde. Okay, wir gehen links rum. Wie gesagt, hier in der Mitte, direkt in der Mitte wird dann gleich der, was heißt gleich, 11 nach erst der Basaltspawn. Wie gesagt, es sind gar nicht so viele Leute hier. Aber ein paar haben den Weg doch hergefunden. So, ja, GK reicht auf jeden Fall einmal. Das ist ja immerhin schon mal besser als gar nichts. Wie gesagt, mal auch mal gucken, inwiefern ich den Vasall auch immer treffe, weil ich weiß nicht, wofür meine knapp 1700 Prezi reichen, aber sollte eigentlich schon klappen. So, Magieverstärkung haben wir jetzt 2618. Klingt eigentlich auch gar nicht so schlecht für den Anfang, würde ich meinen. Mal hier noch mein Mana hochmachen. Wie gesagt, 6 nach, also 18 Uhr ist immer 18 Uhr jetzt der Tier Raid. 18 Uhr sind die Festungen einnehmbar. 18:06 Uhr so. Und 5 Minuten später um 18:11 Uhr spawnt dann der Vasall. Ja, danke. Satori, Dankeschön. Haben wir nochmal ein bisschen mehr. Haben wir gute 11.000 TP. Das ist ja mal. Okay, haben wir das schon mal? So, wie gesagt, 11 nach spawnt hier der Mob in der Mitte. Jäger legen dann gerne Fallen.
Mages machen gerne Frostsäulen oder sonst irgendwas, weil nämlich beim First Hit braucht man sich braucht man eigentlich gar nichts mehr machen. Also wenn man alleine ist, den Vasallen macht und First Hit hat, dann kann man sich eigentlich hinsetzen und zugucken, wie die anderen ihn runterhauen. Es sei denn, er resettet oder sonst irgendwas. Aber eigentlich, wer First Hit hat, bekommt die meisten AP und hat einfach, na sag schon, hat dann Glück und braucht eigentlich nichts mehr machen. Da kommt wieder so ein Spezialist, der hier Mobs mitgebracht hat, die man eigentlich gar nicht machen muss, aber noch ist ein bisschen Zeit, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Der Vasall ist ja noch nicht da. Kann man da noch kurz mit drauf gehen. So, jetzt langsam mal drauf vorbereiten, dass der Vasall kommt. Immer noch 10 nach, klar. Aber wie gesagt, First Hit und man kann sich hinsetzen und die Show genießen sozusagen. Ja, sind schon noch einige hier, die das mitmachen, das Ganze. Vielleicht mal kurz hier drüben hinstellen, dann stehe ich nicht ganz so in den anderen drin. Kann man schon mal hier sein Instrument oder was auch immer zücken. Dann könnte man jetzt die ganze Zeit Tab drücken und versuchen, ihn als erster reinzukriegen. Ich weiß halt nicht, inwiefern das bei mir Sinn macht, weil ich First Hit machen kann, aber wie gesagt, man kann jetzt die ganze Zeit Tab drücken und hoffen, dass der Mob gleich spawnt. Ich weiß nicht, wie später kommt, da kommt er nämlich schon und ich hatte nicht First Great Twin, hat man ganz gut gesehen. Hat First Hit gemacht, sollte also dementsprechend eine gute Belohnung bekommen. So, jetzt heißt es einfach immer draufhauen, draufhauen, draufhauen. Versuchen nicht so nah dran zu stehen. Wie gesagt, also was hier die richtige Rota ist, keine Ahnung. Ich hau einfach drauf und versuche, dass ich meinen Mana irgendwie noch ein bisschen behalten kann. Wie gesagt, das ist eigentlich ist es gar nicht so schwer. Das ist hier, wie gesagt, der liebe Vasall. Auf den wird draufgehauen. Einer hat hier die Aggro. Der tankt den, jetzt fällt er hier runter. Sollte mir aber keinen Schaden machen, macht es auch nicht, genau. So, dann hauen wir mal hier noch GK mit drauf. Also leider, wie gesagt, ist Great Twin, ist mir zuvor gekommen, aber wie ihr gesehen habt, also ehe die anderen reagiert haben, hat es schon einen Moment gedauert. Da ist es von Vorteil, wenn man eine relativ stabile Leitung hat und ja, dann auch noch einen relativ guten PC dazu, dann macht das hier überhaupt keine Probleme. Hier muss man ein bisschen aufpassen auf diese Wirbelstürme, wenn die auf einem sind, die stunnen einen so ein bisschen und ärgern einen und machen ein klein wenig Schaden. Aber im Großen und Ganzen geht's. Solange wie man nicht zu sehr heilt, macht das auch nichts. Weil die dann zu einem nicht kommen, weil man nicht die Aggro von denen zieht. Ansonsten bei Fall nicht gerade in der Nähe stehen, weil sonst ist es auch nicht so gut. Hier hat wieder ein Spezialist irgendwo einen Mob hergebracht. Der wird jetzt wohl nicht zu mir kommen. Nee, ich wollte gerade sagen. Ansonsten Damage hier drauf, ne? Gucken, dass man nicht die Flügel immer die ganze Zeit in der im Gesicht hat, hier im Sichtfeld so. Wie gesagt, Damage, Damage, Damage. Das ist alles, was hier zählt. Der, der am meisten Damage gemacht hat, kriegt die besten Punkte. Aber da hier nicht so viele sind, sollten eigentlich alle Belohnungen kriegen. Die Belohnung hat man sofort, nachdem das hier fertig ist, im Briefkasten, weil ja die Festung dann nicht mehr einnehmbar ist, sobald der Vasall gefallen ist. Wenn jetzt hier keine Asmos kommen, sollte auch soweit alles kein Problem sein und wir sollten hier gut durchkommen. Hab jetzt zwar nicht ganz aufgepasst, aber wie heißt so schön, ein Widerstand, so heißt ein Widerstand sollte ich jetzt nicht mit dabei gehabt haben, also von daher müsste jetzt soweit alles durchgegangen sein. Wie gesagt, der kleine Vasall hier, den muss man machen, dann war's das. Wenn natürlich Asmus kommen, muss man sich noch um die Asmus kümmern. Wird in dem Fall jetzt, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt so der Fall sein. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht genau, wie sehr die da immer stören kommen oder selbst genug Leute haben, dass sie überhaupt die Zeit haben, herzukommen und zu stören.
Weil wenn sie selbst noch mehr als genug damit zu tun haben. Ah, also diese Asmus scheinen ein bisschen mehr zu sein, sehe ich gerade, weil sie die Quelle der Spaltung eingenommen haben. So, jetzt ist Mana alle. Das soll natürlich nicht passieren. Müssen wir mal ein bisschen fiedeln. Das sorgt dann dafür, dass man nicht ganz mehr mit draufhauen kann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern ich gut, schlecht oder total mies bin. Keine Ahnung. Ist aber auch nicht so wichtig. Spaß sollte immer im Vordergrund stehen beim Spielen. So, gab 4000 AP und wir haben auch Post bekommen, also weiß ich nicht inwiefern. Das hat jetzt gar nicht so lange gedauert, also ich gucke jetzt einfach mal. Ich werde ein bisschen länger brauchen als alle anderen, weil ich mich an den Notus-Außenposten gebunden hatte zur Sicherheit. Werde jetzt den Teleporter hier nehmen. Ich fliege einfach mal unten rum. Dann sehe ich nämlich, ob die Asmus hier Versteinerung gehen oder nicht. Und werde mich dann aber wahrscheinlich zur Quelle der Wut begeben, weil ich davon ausgehe, dass die anderen Elios dort auch hingehen werden. Wie gesagt, war ganz gut hier. 4000 AP klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, inwiefern das gut, schlecht oder nicht, kann ich gerade nicht so beurteilen. Ist schon eine Weile her, dass ich beim Tier Raid war. Wie gesagt, fliegt jetzt hier Petro Außenposten hier unten. Blop, blop. Da, dann Turbato und gehe dann in die Wut und guck einfach mal, ob man da noch ein bisschen was reißen kann. Zwischendrin mal gucken, dass ich mein Mana noch ein bisschen voll kriege. Und ansonsten war es das so im Großen und Ganzen mit dem Tier Raid. Wie gesagt, wenn Asmus da sind, sieht die ganze Sache noch ein klein wenig anders aus, weil man dann entweder rausgeinkt wird oder nicht rausgeinkt wird oder wie auch immer. Und deswegen kann man das dann immer schlecht sagen. So, das mal schnell, damit ich mal Mana auffülle. Dann auf den Teleporter hämmern, damit ich hier weiterfliegen kann. Also hier scheint gerade noch nicht so wirklich was los zu sein. Oder sie sind schon alle durch. Kann natürlich auch sein, weil die sich wahrscheinlich besser darauf vorbereitet haben als ich. Ich fand aber schon, ich habe mich gut vorbereitet. Ich stand Notus, habe mich da gebunden. Das ist mehr Vorbereitung als nötig. Nee, Spaß. Also man kann ja noch Kisk stellen, hätte man schon mal können an der Wut oder dergleichen. Und deswegen, ja, muss man halt ein bisschen taktisch vorgehen. Also jetzt nicht mehr ganz so, weil, wie gesagt, ich glaube, das hat sich so gerade ein bisschen etabliert, dass die Asmos auf jeden Fall oben links und unten rechts einnehmen und wir oben rechts und unten links. Und ja, kann halt jedes Mal ein bisschen anders sein, je nachdem, wie viele Elios und Asmus mitmachen und so, ne? Wisst ihr Bescheid? So, jetzt gucken wir mal hier. Da laufen die kleinen Elios. Ja, ich bin richtig. Dann laufen wir da auch mal mit. Stimme macht gerade ein bisschen rechts, rechts. Macht aber nichts. Ein bisschen Spucke schlucken. Und dann ist gut, Alter. So, dann gehen wir hier mal rein. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig, dass der Vasall noch nicht so übermäßig viel verloren hat. Alrun ist in der Wut gestorben. Mal gucken, ob dann das Asmus, da unten waren Asmus. Weiß ich nicht, ob die jetzt auch dahin wollen. Mal gucken, ob da jetzt Asmus sind oder nicht. Oder wie oder was. Mal gucken, hier draußen ist niemand. Da waren Elios. Hier war auch noch keiner. Gucken wir mal. Ah, Mobs sind alle weg. Gut, wie gesagt, gucken wir einfach mal rein. Ob wir hier drin noch irgendwas reißen können oder nicht. Ich mit meiner Taschenlampe. Das ist so cool. Taschenlampe, Alter. Taschenlampe Deluxe. Elios sind hier noch nicht. Ah doch, ich wollte gerade sagen, es kommt auch mal gerne vor, dass man den Vasallen nicht sieht. Aber jetzt sehe ich ihn. Das sieht irgendwie so aus, als ob jetzt hier mehr Leute sind als vorher. Als eben, oh Fall. Ah, bin weit weg. Puh. So, dann gucken wir mal, inwiefern wir hier was reißen können, nicht reißen können, wie auch immer. Also Asmus sind hier auf jeden Fall noch nicht. Elios sind hier ein paar unterwegs. Oh, das kann natürlich jetzt gleich sein, dass die Asmus kommen, weil die schon die Quelle der Versteinerung eingenommen haben. Und wenn hier irgend so ein Trottel den immer durch die Gegend kitet,
macht es das nicht einfacher, weil der hier nämlich dann die Leute nicht vernünftig Damage machen können, weil ja, weil man halt immer hinterherläuft und in den Skills abgebrochen wird. Deswegen schauen wir mal. Ich werde mich jetzt gleich mal ein Stück weiter nach hinten verpieseln. Und gerade auch nicht so viel Wert darauf legen, unbedingt hier voll draufhauen zu hauen. So, da hat man mal den Fall gesehen. Die sind alle nicht weggekommen, sind zu gestorben. Die, die gerade weiß im Chat stehen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Asmus kann sein. Aber dann sieht man mal ein bisschen, wie das ist, wenn Asmus hier kommt. Ist natürlich auch nicht schlecht. Mir ist es relativ egal gerade, ob wir die Festung einnehmen können oder nicht. Macht für mich gerade nicht so einen Unterschied. So, jetzt hat wieder der eine hier Aggro. Wie ihr seht, hier sind so eine Kugeln, die hier sind. Ist bei dem anderen waren es ja die. Wie heißt die? Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Die Wirbelstürme. Meine Güte, das ist eigentlich die einfachsten Namen, wenn man nicht sagen kann, ne? Schon traurig. So, da kommt jetzt der erste Asmus. Da gucken wir mal. Ach, das sind diese Randale-Clan-Putzels. Okay. Ah ja, der ist gleich tot. Okay. Hätte ja sein können, dass man da noch einen Hit mit drauf bekommt. So, dann kümmern wir uns mal hier weiter um den Vasallen. Jetzt achte ich wieder hier nicht auf meinen Mana die ganze Zeit. Ah, das kann man, glaube ich, nicht runterdispeln, was da gerade drauf ist. Genau. Da hat man dann irgendwie nur noch die Hälfte TP, wie ich gerade gesehen habe. So, hier wird immer noch fleißig durch die Gegend gekitet. Wie gesagt, für den Damage, zum Damage machen ist es ein bisschen kontraproduktiv, weil gerade die Fernkämpfer immer abgebrochen werden. Kann man sich aber auch relativ gut in die Mitte hier stellen, aber ich weiß dann halt nicht, inwiefern ich einen Fall oder sonst irgendwas abkriege. Und der wird mir wahrscheinlich nicht so gut tun, deswegen versuche ich da immer auf Abstand zu bleiben. So, aber wie es aussieht, kommen mir doch nicht so viel Asmus. Deswegen schauen wir einfach mal, wie sich das hier so entwickelt. Vielleicht wollt ihr auch nur gucken und hat keine Lust auf PvE-Auge und lässt uns deswegen gewähren. Das weiß ich natürlich nicht, was da so vorgeht in den Köpfen der Asmus. Aber wie es scheint, kommen doch noch ein paar Asmus. Okay. Da kommen noch ein paar. Vielleicht. Ach, meine 2 ist auch wieder da. Dann gehe ich mal lieber ein Stück weg hier. Weil ich ja nicht gleich der Erste sein möchte, der umgehauen wird. Aber sind gar nicht so viele, von daher. Ah doch, da kommen schon noch einige. Gut, habe ich nicht doch vertan. Naja, reicht's vielleicht doch nicht. Hier für irgendwas. Deswegen gucken wir einfach mal, ob wir hier irgendwas treffen. Jetzt habe ich hier so eine scheiß Fluchwolke drauf. Das ist natürlich immer echt kontraproduktiv, so eine Fluchwolke. Vielleicht kann ich die jetzt hier mit dem nächsten Ding sehen. Nee, reicht immer noch nicht, um die runterzunehmen. Also Fluchwolken sind nervig, da muss ich mir jetzt mal kurz ein bisschen gegenfiedeln, dass sie mich nicht umbringt. Mal gucken, der dritte. Nee, reicht immer noch nicht. Also die ist echt nervig, die Scheiße hier. Ach, da oben habe ich noch einen Heiltrank. So, jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Alter, was ist denn das für eine Fluchwolke? Jetzt ist sie mal runter. Also wie ihr seht, Fluchwolke ist echt nervig. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. So, mal gucken. Aber das sieht echt schlecht aus hier. Also, das reicht auf jeden Fall hier für nix. Deswegen. Ja, könnte ich eigentlich gehen, aber. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. So, wie ich sehe, wie sie sehen, sehen sie nichts. Also, so sieht das dann aus, wenn die Asmus kommen und einen umhauen hier. Ich kann nicht die noch ein bisschen ärgern und ein bisschen dispeln, genau. So, jetzt sind wir gleich alle tot hier, alle rausgewiped.
glaube, jetzt habe ich auch Agro von dem Vasallen oder was? Nee, keine Ahnung. Ah, ich habe keine MP mehr. Aber wie gesagt, alles halb so wild. Ich habe eh nicht damit gerechnet, so wirklich, dass man die Zweite hier noch einnimmt. So, das war's. Also wie gesagt, so sieht das aus, wenn man hier mit Asmus es noch zu tun hat. Die wollen also ihre Ruhe im Auge haben und gehen deswegen hierher. Oder die wollten uns einfach nur ärgern, ich weiß es nicht. So, gut. Dann gehen wir mal schnell noch nach Sanctum. Das machen wir wenigstens noch nach Sanctum gehen, in den Briefkasten reingucken. Gucken, was wir für die eine Dings hier bekommen haben. Für die eine Festung. Ob sich lohnt, dahin zu gehen oder nicht. Warte mal, einmal schnell Seele ein. Ist zwar nur von Asmus umgehauen worden, oder war es der Vasall? Nee, Asmus war es, okay. So, jetzt geht gleich das Geflame im Dreier wieder los, weil, Euer Ziel ist zu weit weg. Weil wir es nicht geschafft haben, die einzunehmen. So. Jetzt gucken wir mal hier. Tada, surprise, surprise. Und es gab eine Mithril. Gut. Weiß nicht, ist glaube die höchste Belohnung, also von daher war das schon okay. So, dann haben wir das auch geschafft. Tier Raid haben wir auch abgehakt, sehr gut. Also, Dankeschön und nächstes Mal gehen wir dann Stahlrose oder so, nehme ich mal an. Also bis denne. Ciao, ciao.